Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ja, wir müssen jetzt uns mal ein bisschen um unsere Versorgung und um Aloe Vera kümmern, weil wir infiziert sind und unseren letzten Soda haben wir jetzt verbraucht. Ich habe kein Licht gemacht. Da ist mir jetzt der Aufbau oben egal, wenn unsere geistige, beziehungsweise hier unsere Dingens so krass ist, unsere Stärke so weit runter geht. Boah, Athletik schon auf 83. Krass. Aber wenn unsere Stärke so weit runter geht und unsere Gesundheit dann auch gefährdet ist, dann suchen wir mal lieber Aloe Vera und sehen zu, dass wir wieder gesund werden. Und ich habe vor, wieder nach da hinten hinzugehen. Zu der Siedlung, wo wir auch jede Menge Dosen und so weiter kriegen. Da scheiße ich jetzt drauf, dass ich das hier alles aufbaue. Ich hoffe, während wir auf dem Weg dahin sind, dass es mal regnet wieder, können wir auch Stoff wieder aufstocken, unsere Vorräte. Soda aufstocken. Vorräte davon. Und hoffen wir mal, dass wir auch wirklich Aloe Vera finden können, dass wir fressen können. Damit wir die Infektion los sind. So, das wird reichen müssen. Gehen wir mal los. Bei jeder Wette finden wir da auch noch mal ein paar Seile. Die sind aber auch echt mittlerweile in so riesen Gruppen unterwegs. Nee, das ist was Giftiges. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir jetzt noch nicht rennen. Kann sein, dass wir vielleicht noch was übersehen. Kleine haben wir voll. Dickies auch. Teile auch. Dann können wir da mal weitergehen. Wir sehen hier nochmal Aloe Vera Pflanzen aus. Und das die? Weißt du, wo Aloe Vera? Nicht. So sind wir auch auf dem richtigen Weg? Ungefähr. Wir müssen mehr in diese Richtung. Und ich hoffe wirklich, dass wir Aloe Vera jetzt finden. Und wenn wir es nicht finden, steigt das Risiko, dass wir eventuell vielleicht an der Infektion sterben könnten.
Das ist Chicorée, okay. Haben wir nochmal Chicorée? Nochmal Chicorée? Aber kein Aloe Vera. Sieht hier Aloe Vera denn aus? Das hier ist eigentlich geil hier. Könnte eigentlich mal googeln, wo man hier Aloe Vera findet. Aber das will ich jetzt auch wiederum nicht. Das Aloe Vera? Nee. Aloe Vera! Wo haben wir's? Sonnenhut? Chicorée? Ringelblume? Da. Ach, wir hatten Lab Aloe Vera die ganze Zeit auf Tasche. Jetzt ist es wieder auf 64, aber wir waren da mal auf 70. Ah. Aloe Vera. Ein Stein. Wir gehen trotzdem aber mal weiter nach da hinten hin. In der Hoffnung, dass wir da nochmal was zu trinken finden. Das war mein eigener Fußstapfen. Ich hatte gedacht, Thrombosen-Jonas ist wieder in der Nähe. Das wäre auch schön, die mal wieder zu sehen. Ah. Aber das erste Mal die so gesehen. Das war nur ein Hase. Ja, wir müssen noch weiter in diese Richtung. Um das Dorf zu finden. Nee, weiter an diesen Weg. Müsste da vorne gleich irgendwo sein. Vorne. Ich würde sagen, wir fangen diesmal von weiter hinten an. Suchen wir mal die rote Farbe. Decken uns damit ein. Wir hatten ja hier irgendwo rote Farbe. Einem der hinteren Häuser. Da haben wir noch ein Haus. Nehme ich hier auch noch ein. Doch keine rote Farbe. Nur dafür noch ein Koffer. Mit. Leucht wackeln. Und wir wollten da hinten jetzt mal anfangen. Rote Farbe sammeln. Nicht hier nicht rote Farbe bei dem hier oder war es weiter da hinten? Oh, die haben keinen Stoff hier oder hier oder hier. Die haben die rote Farbe. Das heißt, jetzt sind wir sicher oder sicherer, besser gesagt. Das heißt, die werden uns dann erstmal nicht so schnell attackieren.
Aber die haben keinen Stoff mehr an den Dingern hängen. Heißt das, wir müssen vielleicht wieder in die Höhlen rein, um Stoff zu kriegen? Vermute, das heißt ja. Da hinten ist noch Stoff. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, wie die jetzt hier um mich herum stehen. Ich hoffe, die machen jetzt nichts. Weil ich hoffe, die machen wirklich jetzt nichts, weil ich rote Farbe habe. Ah, so, das habe ich voll. Dann gönnen wir uns mal eben ganz schnell einen. Und hiervon auch nochmal. Von zwei Stück sogar. Und hoffentlich finden wir hier noch irgendwo Snacks. Dynamit finden wir auf jeden Fall. Vorne gibt es noch Bücher. Das Benzin oder eine Dose? Das ist eine Dose. Die haben hier auch keinen Stoff mehr. Treibstoff auch nicht mehr. Ah, das heißt, wir müssen uns vielleicht in einem der anderen Siedlungen mal umsehen. Oder kurz mal in eine Höhle rein und dann wieder raus. Wenn die hier nichts mehr davon haben. Wir können jetzt aber auch rennen. Warte mal. Hat sich da wieder mit der Stärke gestiegen? Nein, das ist jetzt so geblieben. Geistige Gesundheit bei 99. Wir waren doch vorher noch bei 100, oder nicht? Das wird gefährlich, wenn ich so runterspringe. Nee, guck doch. Vielleicht haben die hier Treibstoff. Nee, aber Seile. Hier ist kein Treibstoff. Okay. Wo wäre denn das nächste Dorf? Wenn wir jetzt hier weiter nach Norden gehen, müsste da sein, glaube ich. Kompass. Hier. Da ist Norden. Ja, so ein Kompass ist schon praktisch. Hier müsste das Dorf sein. Irgendwo. Hier. Da haben die bis Treibstoff. Und nochmal eine Dose. Das als würde da vielleicht. Ne.
Dachte ich, hier wäre vielleicht auch noch ein Höhleneingang. Aber hier ist nur zwei Hütten. Aber nicht mal Snacks. Gar nichts. Vielleicht noch irgendwo eine Hütte. Irgendwo erkennbar. Ja, aber echt hier, wenn die hier wohnen, ist schon geil, wenn die morgens aufstehen und dann da gucken. Ein Traum. Ah, nice. Ah, Chicory. Ja, dann gehen wir mal hier. Oh, das war knapp. Können wir es vielleicht irgendwie so langsam runterglitschen oder so? Ja, oder wir können auch so runterklettern. Das war gerade scheiße gefährlich. Was wäre ich da einfach runtergestürzt? Wir hätten da locker einiges an Leben verloren gehabt. So, außer ist auch schon wieder am Arsch. Jetzt können wir den wieder ablegen? Oder nicht? Wenn wir den hier mal machen. So. Und dann wieder hier rauf wächst. Gut, den Kompass brauchen wir auch nicht die ganze Zeit hier am Arsch klebt zu haben. Anzuhalten, meine ich. Ja, dann nutzen wir mal gleich eben die Zeit, die wir jetzt verplempert haben vom restlichen Abend hier, um nach Hause zu kommen und ein bisschen was aufzubauen. Ich würde sagen, wir nehmen gleich mal den Kassettenspieler mit, damit wir auch ein bisschen während der Arbeit Musik hören können. Dann wollen wir richtig einparken. Nehmen wir die beiden schon mal mit. Und da der Kassettenspieler. So, den rüsten wir einmal aus.
Boah, ich feiere diese 80er Musik ihn. Ich glaube, die 80er waren auch allgemein so die beste Zeit, so gelebt zu haben. Schade, dass ich da noch nicht geboren war. Ich hätte die wirklich gerne selber auch miterlebt. Aber meine Mama war zu der Zeit irgendwie noch zu jung. Also. Aber ich hätte auch gerne wirklich miterlebt. Die 80er. Da beneide ich auch wirklich die Leute, auch unter euch Zuschauern, die zu der Zeit schon geboren waren oder das wirklich noch miterlebt haben. Leider bin ich ein 90er Kind. 96 geboren und konnte da leider nichts miterleben und auch, kann leider da auch nicht mitreden, wie toll das gewesen sein soll. Soll aber einfacher gewesen sein als heute auf jeden Fall. So, hier oben brauchen wir ja nichts mehr an den Stickies, eh? Wir können ja links hier einpflanzen. Ne, haben wir nichts. Haben wir keine Samen. Wir haben nur Aloe Vera Samen. Okay. So, dann machen wir mal. Was hat der 1 nochmal rein? Haben wir auch ewig nicht mehr gehört, ne? Und für den heutigen Tag das letzte, was ich jetzt aufbauen. Fehlen auch nur noch 5 Baumstämme für den. Gehen wir noch die Stickies hier hinschmeißen. Dann gehen wir jetzt pennen. Ach, können wir noch nicht? Ja, dann müssen wir halt eben die paar Minuten warten. Haben wir noch Fleisch oder so auf Tasche? Ne. Ja, komm schon, das müsste jetzt jeden Moment fertig sein. Nee, die Seite ist mir noch zu dunkel. Da können wir noch was machen. So. Pferdelampe. Machen wir hier noch eine. Oder, ne, besser hier. Jetzt ist hier hell genug, finde ich.
Und jetzt können wir pennen, nice. Ne? Ah, guten Morgen, Wild. Und alle, die sie bevölkern. Müsste aber auch langsam irgendwann wieder regnen. So, dann brauchen wir noch den hier. Und Kassette 2 hatten wir gerade. Also Kassette 3. Glaube ich, alles 80er Musik. Kann das sein? So, erstmal Stickies. Du. Oder noch mal die Stickies da verteilen. Ah, geil. 747 nun noch. Dann nochmal Musik wechseln. Den mit Bier. Und gleich haben wir das hier auch fertig. New, 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 new. New, 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 new. Ja, geil. Warte, wir gehen mal da hoch. Ja, sieht schon nice aus. Du, 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 du. So, dann müssen wir den hier noch fertig. Ah, hier können wir nicht mehr durch. Das heißt, wir müssen hier irgendwie. Nee. Vielleicht mit Anlauf? Auch nicht. Auch nicht. Okay. Komm. So, das will ich mir jetzt auch mal genauer ansehen. Boah.
Hammergeil. Wir brauchen aber hier oben auch definitiv noch Lampen. Oh, zieht euch das mal rein. Wie viel brauchen wir noch? 9 von 30 haben wir, also 21 Stück. Nein, falsche Richtung. Komm schon, Wind, bitte sag, dass es jetzt wieder regnet. Hier können wir auch nochmal die Heidelbeeren hier essen und hoffentlich die Samen kriegen. Ich will euren Samen. Gebt mir euren Samen. So, da können wir wieder 5 machen. Habe jetzt aus Versehen noch der Aloe Vera mit eingepflanzt. Sieht so aus. So, jetzt können wir Kassette 5 abspielen. Ja. 21 haben wir sogar noch. Oder haben wir 21? Ne, 2 fehlen uns. Wir haben 19. Mit 19 Baumstämmen kriegen wir das eine da. Doch noch nicht fertig. Jetzt nicht ins Wasser fallen, weil die rote Farbe hätte ich gerne. Aber viel lieber als die rote Farbe beizubehalten, wäre mir jetzt wirklich, wenn es regnet. Müsste ich hier irgendwie mal so einen Regenpanzer oder sowas machen. Aber den kriegen wir nicht fertig. Da fehlen uns leider 2 Baumstämme. Ja, komm. Oder noch die 20 Stickies noch mal unten verteilen. Und dann die letzten 5 Baumstämme da nehmen. Wohl die 5 Baumstämme können wir schon mal für die erste Wand hier irgendwo einsetzen. Oder wir bleiben doch lieber bei oben, weil oben ist immer noch wichtiger. Wie komme ich mal auf die dumme Idee, diese Priorität oben einfach mal, Entschuldigung, musste wieder aufstoßen, einfach mal wieder hier links liegen lassen zu wollen.
Aber wir gehen gleich drüben nochmal zuerst, weil halber Tag schon gleich wieder um ist. Auf Sticky-Jagd. Stickies sind doch ein bisschen wichtiger. So, letzter Baumstamm. So. Komm. Und dann der letzte, den wir jetzt haben. Und der wird den leider nicht fertig machen. Ja, dann würde ich sagen, ich mache noch mal ein kleines Päuschen. Und nach der kleinen Pause, also gleich für euch nach dem Cut, gehen wir auf Sticky Jagd. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Pause war ein kleines bisschen länger als erwartet, weil noch mit hier mit den Videos von Otto noch mal ein bisschen so reinschauen, so was sind die Anforderungen und so weiter, um bei Arctic Warrior mitzumachen und so. Und schon mal ein bisschen geplant, was ich dann quasi in meinem Bewerbungsvideo, was ihr auch hier auf jeden Fall in dem Kanal sehen werdet, was ich da alles reinpacken will, werde, wie auch immer. Vor allem auch die, die mich auch persönlich ein bisschen mehr kennen und so weiter, wissen, dass ich mich schon für Natur und so weiter interessiere. Nur leider bin ich aber auch gleichzeitig ein riesen Stubenhocker, dass ich einfach viel zu selten in die Natur gehe. Und ich sehe da auch irgendwie die Möglichkeit, wenn ich da mitmache, dass ich, habe ja auch gerade nochmal gesehen gehabt, so 5 Tage, also 100 Stunden in Finnland, Lappland, findet da statt. Ich weiß nur noch nicht, wann das stattfinden würde. Da haben wir wieder Besuch. Aber wenn ich da die Wildcard gewinne, ich würde mich so freuen. Will da auch so viel Mühe jetzt in das Video reingeben. So. Es geht mir aber auch nicht darum, so, wenn ich da teilnehme, so dass um die Reichweite oder die Dingens hier, Abonnenten oder sonstiges zu gewinnen oder Watchtime oder was weiß ich, was da noch für Dings, sondern einfach um dieses Erlebnis mitzuerleben, also hier zu haben, einfach um auch mal so mit jemanden, der sich im Survival-Bereich, also im echten Survival-Bereich, nicht so wie ich hier jetzt mit den The Forest, hier auch mal im richtigen Survival so auskennt, mit dem dann mal zusammen, so, das sind ja 6 Leute, die da dann sein werden. Wir nehmen das Ding mal mit für die Stickies. Einfach mal dieses Erlebnis wieder zu haben. Oder überhaupt richtig zu haben. So 5 Tage in der Wildnis zu sein. So, einfach um die Erfahrungen zu sammeln. So, Zelten war ich ja früher auch immer. So, ganz besonders als Kind. Und ja, ich würde das wirklich gerne einfach mal machen. Auch wenn ich jetzt nicht gewählt würde, ausgewählt würde, da mitzumachen und so. Trotzdem spornt es mich jetzt an, auch mal etwas mehr Outdoor zu machen. Dass ich nicht nur hier zu Hause sitze und Energy saufe. Sondern, und hier so, Gaming-Content gebe. Sondern auch mal wirklich vor die Tür gehe. So, also so richtig mal in die Natur. Und dass dazu dann auch mal von mir Content gibt. Ah, wir sind schon full.
packen wir die dann mal rein. Wie können wir da reinpacken ans Ticket? Also ihr könnt gespannt sein, was ich da für ein Bewerbungsvideo mache. Vor allem auch diese Woche, wo ich das hier jetzt aufnehme. Wir haben ja jetzt, welchen haben wir heute? Wir haben jetzt den 10. Januar, 0:52 Uhr. Zwei Sticks noch. Einer noch. Oh, da lag noch einer. Da. Ja, das wird wohl reichen. Den Wagen. Also damit kriegen wir auf jeden Fall das Boot voll. Ich weiß nicht, Bambi jagen? Ja, nein, vielleicht. Was? Oh, das können wir essen. Uns nicht einmal. Das ist wiederum gut, wenn es uns nicht schadet. Dann hier einmal voll machen. Und nochmal voll machen. Und unsere Taschen jetzt voll machen. Wir müssen das öfters mal so machen in der Art. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich bis zum Beginn der Arctic Warrior, wenn die Reise losgeht nach Finnland, Lappland, dass ich bis dahin auf jeden Fall wieder gesund bin. Also ich gehe stark von aus, dass ich bis dahin wieder fit bin und so. Ja, aber ich möchte auf jeden Fall unbedingt gerne mitmachen. Glitscht es da durch? Ah ne, das ist nur das Dach. Ach so. Mit dem Geländer. Ich wollte schon sagen, es glitscht da durch. Boah, aber es sieht dann deutlich geiler aus. Ja, vielleicht kann ich auch einfach hier dem Otto anbieten, dass ich so eine Festung da auch noch nachbaue. Muss ich aber ein paar Tage länger bleiben. 3, 4 Tage. Wir reichen. Dann baue ich exakt diese Festung mitten in Finnland. Baue ich extra für Otto nach. Und auch für euch. Dann nötige ich die ganzen anderen Teilnehmer auch noch dazu, das mitzumachen, mitzubauen.
geht es schneller. Dann sind wir in 3, 4 Tagen wirklich fertig. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist eigentlich, hier, unsere Spielfigur. Wie baut er das ohne irgendwelche Nägel oder irgendwie so, keine Ahnung. Wie befestigt er das? Wir müssen hier eigentlich keine Nägel oder sowas sammeln. Und hauen das einfach nur so da rein. Wir machen die beiden jetzt fertig hier. Wenn man ganz ehrlich ist, wenn man die sind eigentlich nur aufeinander, die sind nur aufeinander gestapelt hier oder so, die sind nicht richtig befestigt. Vor allem wir müssen ja keine Nägel oder sowas craften. Zum Bauen brauchen wir keine Seile dafür. Sind die jetzt nur an einem Baumharz miteinander festgeklebt? Dann wie halten die dann? Ja! Ja, es regnet! Endlich! Oh, Regen! Ich hab dich so vermisst. So, dann fangen wir mal mit denen hier an. Auch 20. Ja! Wir ziehen aber uns dann mal warm an. Boah, ich hoffe, das Wasser wird jetzt aufgefüllt. Wir hatten so lange kein Wasser mehr. Das ist jetzt so schön. Ach. Herrlich. Regen. Es war arschkalt, aber es regnet. Wir kriegen Wasser. Und ich hoffe, der Regen bleibt jetzt ein bisschen länger. Der ist fertig. So, hier noch 2. 22, 42, 62. Ah, hier werden mehr gebraucht. 24. Wie viel werden da gebraucht? 26. Die brauchen am meisten. Entschuldigung. Ich wollte euch nicht wieder anhusten. Boah, wir legen uns jetzt mal pennen. Und hoffen dann mal, dass oben alles mal aufgefüllt ist. Ah, wir können noch nicht pennen. Aber dann schauen wir mal oben, ob das jetzt vielleicht schon ein bisschen gefüllt ist. Haben wir Knochen zum Ablegen? Ja. Ist hier ein bisschen was? Ja, ein bisschen. Dann nehmen wir das mal. Bitte 100%. Ja, 100%. Wir haben Wasser. Wir haben Wasser. Wir haben Wasser. Ah, ist das ein Segen. Wir pennen. Noch nicht. Wollt jeden Moment. Ja, jetzt können wir pennen. Das regnet immer noch. Oh, herrlich. So, dann. Das hier essen können. Dann gehen wir mal nach oben und nach unten. Im Boot. Da müsste auch mittlerweile Wasser aufgefüllt sein. War es doch da. Ja.
Boah, ist das ein Segen. Endlich dieses Wasser. Ich hoffe, der Regen bleibt noch ein Weilchen. Damit die ganzen Schildkrötenpanzer mal ein bisschen gefüllter werden. Die ganze Zeit Panik, dass es aufhört zu regnen. Wirklich. Ich hoffe, es hört nicht auf. Ich hoffe, es bleibt. Soll jetzt meinetwegen auch gerne 7 Tage Dauerregen sein. Wäre mir jetzt in dem Moment sowas von egal. Hauptsache, wir haben Wasser. Wir müssen nicht mehr die Soda-Dosen hier verbrauchen. So, das muss reichen. Dann nehmen wir mal wieder das Speer. Hoppla. Und machen mal... Komm, wir machen zuerst die Bäume. Diesmal machen wir zuerst die Bäume. Wir fangen hier vorne an. Dann Kettensäge. Wir fangen hiermit an. Ah, wir haben keine rote Farbe mehr wegen dem Regen. Fällt mir gerade auf. Das heißt, unsere Nachbarn werden uns wieder angreifen. Das war knapp. Nehmen wir den hier noch mit. Den hier nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Hat es aufgehört zu regnen? Ich glaube, es hat aufgehört zu regnen. Hat aufgehört zu regnen. Wohl leicht hört man noch so ein Tröpfel. Ah, schnappen wir uns den, bevor der weg ist. So. Den da vorne irgendwo, wo auch immer der war. Dürfen wir nicht vergessen. Oh. Machen wir uns mal ein bisschen dreckig. Auch kein Problem. Aber hier ist wenigstens Wasser voll. Ich hoffe drüben auf. Und ich hoffe, es fängt jetzt öfters mal an, wieder zu regnen.
Haben wir den, den wir nicht vergessen dürfen? Ich glaube, es regnet jetzt noch einmal. Eine können wir auch wieder mitnehmen. Wenn wir das Lager da hinten auch voll machen. Mit Steinen. Dann noch Holzbretter. Holzstämme. Baumstämme. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da war keiner mehr. Kann es sein, dass jetzt hier alles grüner geworden ist, weil es geregnet hatte? Sieht nicht mehr so ausgetrocknet aus hier. Vorher sah das schon ordentlich ausgetrocknet aus. Hier ist voll. So, 1, 2, 3. 3 Bäume. Drei Bäume fehlen uns noch. Ach, da ist noch ein Baumstamm. Einer ist hier noch. Den nehmen wir mit. Und dann machen wir die drei Bäume hier. Eben mit der Kettensäge. Ja. Dann bringen wir das noch dahin. So, halber Tag schon um. Dürfte jetzt auch nirgendwo mehr ein Baumstamm rumliegen irgendwo. Ne. Dann holen wir uns nur noch Stickies.
Und dann Abfahrt. Na, ich glaube, das passt sogar perfekt. Ja. Okay, jetzt Sticky Yard. 3x20. Ich glaube, da hinten einfach mal durchfahren. Müssten genug Stickies sein. Ja. Auch immer den Boden im Auge behalten, weil die liegen ja auch öfters mal auch so welche rum. Deine haben wir voll. Was gehört? Nein, nicht Steine. Gar nicht, es macht so einer. Ja, wieder Fleisch. Ein Sticky noch. Und dann nehmen wir von hier vorne nochmal. Hört sich ein bisschen gruselig an hier bei den Bäumen. Drei noch. Nehmen wir vier. Dann holen wir uns einen Wagen und fahren wieder zurück. Und Hunger haben wir auch schon wieder. Ausdauer auch wieder am Arsch, natürlich. So. Und Abfahrt. Ab nach Hause. Fertig machen, die Scheiße.
Beziehungsweise gleich müssten wir auch uns irgendwo mal hinsetzen. Ausdauer tanken. Oder was essen. Ich glaube, Essen macht mehr Sinn. Aber es ist herrlich, dass wieder mal geregnet hat. Und ich hoffe, oben sind die Dinger auch voll. Warum wäre ich an der Stelle von unserem Charakter hier, unserer Spielerfigur, würde mehr als nur eine Trinkflasche machen, wenn ich da Talent dazu hätte. Für solche Dürrezeiten. Das ist einfach, wir ein bisschen mehr Wasser auf Vorrat haben. Wir haben ja schon unendlich Schildkrötenpanzer da oben. Dann wäre es auch einfach sinnvoll, wenn man mehrere Trinkschläuche machen könnte. Damit man auch für Dürreperioden einfach ein bisschen vorgesorgt ist. Ah, wir parken ausnahmsweise mal heute so. Heute parken wir mal so. Packen wir mal hier hin. Weißt du, was wir auch machen? Was passiert, dass die Ausdauer wieder gestiegen ist? Haben wir irgendwas gemacht? Ach, Musik kümmert sich darum. Krass. Musik hat uns die Ausdauer wieder hochgemacht. Nice. Ach, wir können die Stickies eben da hinten noch hinballern. Ah, der ist fertig. Dann können wir jetzt die Holzteile oben hinschmeißen. Aber krass, Musik macht das auch. Nicht nur die Bank. Nice, der ist fertig. Das Teil ist fertig. Muss ich vielleicht wirklich hier auf die Bank? Ja, ich muss jedes Mal auf die Bank springen. Schauen wir mal, ist eigentlich da hinten jetzt auch gefüllt? Ah, einigermaßen. Die sind jetzt nicht randvoll, aber immer ein bisschen.
So, wir fahren noch einmal nach unten. Machen noch einmal voll. Dann verteilen wir die noch einmal, bevor wir pennen gehen. Oder ich glaube, wir verteilen die gleich nicht mal mehr und gehen gleich direkt hin. Ja, ich glaube, wir gehen direkt hin. Okay, dann können wir eben die Stickies noch verteilen. Naja, unsere Steinsammlung auch mal schon mal hier reinfüllen. Hier haben wir gesagt, ist Rehfell. Wir jetzt pennen gehen, ne? Gute Nacht. Hunger und Durst haben wir schon wieder, natürlich. Essen können wir ja hier. Ah, die sind noch nicht so weit. Und trinken können wir gleich unten. Oder oben, besser gesagt. Oben macht mehr Sinn. Haben wir wieder Knochen zum Einlagern? Ne. Hätte sein können. Hätte ja sein können. Gehen wir jetzt mal trinken. Aber das ist echt wunderschön, dass jetzt wieder geregnet hatte. Die Dinger endlich mal seit Ewigkeiten wieder voll zu sehen. Und noch mal runter. Gieß noch mal voll machen. Und wir spielen mal wieder Kassette 1 ab. Nein. Bin jetzt sauber? Ja. Das ist, weil wir jetzt das Wasser berührt haben mit dem kleinen C, dass wir hier wieder gereinigt sind.
die 20 Stickies nochmal da hinten verteilen. sieben fehlen uns noch. Nice. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wo beziehungsweise wann werden wir das alles fertig haben? Auch mit dem Lager. Und wann kriegen wir es denn, dass die auch alle voll sind? Kann es sein, dass die auch wieder nachgewachsen sind? Ich hoffe, weil es geregnet hatte. Nee, leider nicht. Noch einmal runter. Und die letzten sieben hier holen. Stickies haben wir ja leider nicht mehr. Aber für Stickies müssen wir eigentlich nur noch gleich 10-mal rüber. Für Stickies nur noch 10-mal. Dann sind wir auch damit durch. Und sobald wir die Baumstämme fertig haben, können wir eigentlich auch hier den Wagen mit Sticky so voll machen, wie es geht. Und dann hier das einfach dort warten lassen. Und jedes Mal, also wenn wir 60 rübergenommen haben, die schnell platzieren, wieder zurück. Die Stickies, die auf dem Wagen sind, nochmal alle auffüllen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel auf dem Wagen passen an Stickies. Hier könnten wir eigentlich auch irgendwo eine Treppe nach unten machen. Die Frage ist nur an der Seite oder an der. Wo wir jetzt am meisten sind. So. 47 von 98. 47 von 98 haben wir. Das heißt, eine volle Fahrt dafür noch und dann noch eine halbe Fahrt hierfür und dann ist der Rest für unten. Und ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge machen. Und in der nächsten Folge ist das dann definitiv fertig. Ich werde zusehen, dass wir das da fertig haben in der nächsten Folge. Ist mir scheißegal, wie lange das dauert. Nächste Folge ist das fertig. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.